Und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt, meine Lieben. So, folgendes. Wir haben jetzt soweit unsere Wirtschaft gut im Gange gekriegt. Wir haben in der letzten Folge Alkohol angebaut. Den haben wir hier oben. Wir haben zudem hier unten unsere Gewürze angebaut. War es natürlich auch sehr, sehr wichtig war für uns. Weil der Steilflug ging ein bisschen runter und ein bisschen zu schnell. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es so weit im Griff. So, jetzt, meine Lieben. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist. Also der Weiße, den müssen wir aus seiner Festung locken. Also den müssen wir unbedingt besiegen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Roten auch besiegen müssen oder ob wir den Blauen auch noch mit besiegen müssen. Also ich weiß ja, wie ich gelesen habe, den müssen wir besiegen hier. Also den müssen wir komplett niederringen. Und ich würde auch sagen, wenn wir ihn angreifen, dass wir auch direkt gleich auf seine Hauptinsel gehen. Definitiv. Ah! Da gucke die an. Da unten sind die Piraten. Setzt die Vorsegel! Setzt neuen Kurs! Wir fahren jetzt mal runter. Ne, der hat ja hier so einen Trick. Wo wollten die mal sehen? Bei Captain Venne. Da hat er das mal gemacht hier. Aber ich glaube, hier waren die Piraten. Hier haben wir sie ja gerade gefunden. Auch weil die hier unten rumfahren und wir gerade den weißen Spieler dort gesehen haben. So, okay. Jetzt, was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir nur noch ein Badehaus und dann können wir auf Kaufleute so gehen. Aber ich wäre dafür, das war erst einmal. Uns um unsere Dings kümmern hier. Um unsere Tonnen Alkohol. Sehr schön, sehr schön. Also kann man es doch so aufbauen wie jetzt hier. Das ist sehr schön. Auslastung 83%, auch 80%. Reicht eigentlich vollkommen aus, sag ich mal so. Platzsparend. Die Blauen fahren auch hier so lang. Vielleicht wollen sie ja handeln mit den Piraten. Machen mal gucken. Ihr habt ein Eingeborenendorf entdeckt. Ankerlichten! Aus diesem Versteck starten die Freibeuter ihre Raubzüge. Schutzgeld. Setzt neuen Kurs! Gut. Dich lassen wir erstmal hier unten stehen. So, wollen wir mal kicken. Ei, ei, Captain!
Was hat denn die Insel hier zu bieten? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ihr habt eine Goldader entdeckt. Setzt neuen Gold, Kurs. Gold, kick es dir an, Gold. Anker lichten. Fahr mal kurz hier hin, bitte. Was hatten die Insel hier zu bieten? Ei, ei, Captain! Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Na, Zuckerrohr. Setz die Vorsäge! Zuckerrohr hat die Insel zu bieten. Ansonsten weiter gar nichts. Fahren wir hier nach oben. Was hat denn die Insel zu bieten? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Setzt neuen Kurs. Gut. Ja, es läuft. Nein. Mensch. So. Kakao können wir hier auch anbauen. Oder kann ich ihn ja nicht gesehen. Geil. Sehr schön. Ey, das habe ich noch ja nicht gesehen, Leute. Wirklich nicht. Wir können hier so ja Kakao anbauen. Sehr schön. Oh, das ist eine schöne Insel jetzt hier. So, bauen wir mal ein Badehaus auf. Na ja, gut, komm. Dich können wir eigentlich abreißen. Weil, es bringt nichts mehr. Was war hier? Hier war Dings. So, okay.
wir. Hier waren es. Ob ich jetzt auf Aristokraten gehe, weiß ich noch nicht. Ne? Also definitiv. Weiß plus 1, wir machen jetzt mal folgendes. Man bringe mir das Werkzeug. Danke. Man gebe mir Geld. So, wir werden jetzt mal den Einkauf stoppen. Ne? Weil da bauen wir nämlich gleich unsere Erzmine auf, bauen Erz ab. Bauen erstmal nur das Erz ab und dann Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ja, schön viel. Das ist sehr schön. So, okay. Jetzt bauen wir erst einmal Erz ab. Dann kaufen wir nachher noch mal ein bisschen Werkzeug ein. Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Nein, tut es nicht. Wir haben jetzt nämlich schön viele Fischerhütten aufgebaut. Ich hoffe, dass die auch gut nachher die Nahrung bringen. Dann können wir nämlich hier könnten wir eigentlich, guck mal hier, doch die Produktion hier abreißen. Dann hätten wir hier schon zum Beispiel auch wieder ein bisschen mehr Platz. Ne?
Und ich weiß nicht, ob man Captain Benedict mal hört hier, oder ob er sich die Videos mal anguckt. Wenn er mal hört oder Abonnenten von Wende, das halt auch mal lernt von ihm. Eine Reihe Fischerhütten hier im Aufbauen, damit kannst du eigentlich auch gut Leute versorgen. Und die setzen auch später, sag mal, wenn du davon sehr viele hast, so wie jetzt hier oben, an so einer Küste, jetzt hier so lang baust, kannst du locker damit 1000 oder eine ganz große Stadt damit ernähren. Wenn es jetzt so richtig ist, wie ich jetzt gesagt habe, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. So, wir kaufen jetzt nochmal 20 Tonnen ein. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Solltet ihr auch nicht. Dann bauen wir nämlich gleich hier unsere Erdschmelze auf und unsere Werkzeugschmiede. Aber erst einmal, wie gesagt, wird Erz abgebaut, dass das vorankommt. Und dann haben wir die Produktion von Werkzeug inne. Und vielleicht kann ich auch die Bin hier abreißen, hier oben hinstellen. Dann könnten wir hier nochmal unsere Stadt ein bisschen erweitern. Für später. Mal gucken. Aber ob ich auf Aristokraten gehe, weiß ich noch nicht. Jetzt Gold. So, Erz schmelzen. Nein! Verdammt! Okay.
Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Aus einem guten Grund. So, meine Lieben, das ist auch schon wieder die Folge rum. Und ich würde sagen, ich mache jetzt auch Schluss für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und morgen geht's weiter, ne? Also, habt noch einen schönen Abend, schönen Tag und warte mal kurz, wie sieht's hier mit der Feuerwehr aus? Also, da bereich mir hier. Reiß mir dich mal ab. Also, meine Lieben, habt noch einen schönen Abend, schönen Tag und ich sage Tschüss. Reini, hau, meine Lieben. Spielstand gespeichert.